Ja, hallo, Michael Kotzow hier, Rucksackunternehmer und ja, Affiliate-Marketer. Und es geht um die Partner-Marketing-Days 2019. Ich habe gerade auf meiner persönlichen Facebook-Fanpage Fotos gepostet von den Partner-Marketing-Days ja, 2017. Und dieses Jahr finden sie im März statt, vom 29. bis 30. März. Da wollte ich dir ein paar Informationen geben, was ich so alles erlebt habe bei den letzten und was ich mir bei den nächsten erhoffe. Wenn du ein Ticket haben willst, der Link ist unter dem Video, dann kommst du auf dieser Seite und das absolut Geniale ist, du kannst dich hier eintragen und kostenlos den Livestream anschauen. Also du kannst nach Frankfurt kommen. Aber wenn du sagst, du kannst nicht, du möchtest dir den Livestream anschauen, kannst du es kostenlos. Name eintragen, E-Mail-Adresse eintragen und ab geht's. Und ja, ist das nicht genial? Gratis. Aber du kannst auch live vor Ort sein. Aber dazu sage ich dir gleich was. Ich wollte erstmal die Erfahrung sagen. Hier sind ein paar Fotos. Hier sind irgendwie, ja, weiß ich nicht, wie viel waren das? Plus 8. Also 11 Fotos habe ich heute hochgeladen. Hier bin ich mit Ralf Schmitz. Das erste Mal Ralf Schmitz getroffen, 2017. Ein super Typ. Seitdem habe ich ihn öfters mal wo getroffen und ja, kann einfach nur sagen, toller Mensch. Und ja, ich freue mich schon, wenn ich ihn wieder mal treffe, den Ralf. Ja, es geht natürlich darum, Werbung zu machen. Jetzt sieht das hier ein bisschen chaotisch aus oder so, aber auf den Partner-Marketing-Days darfst du wirklich Flyer verteilen. Du darfst Visitenkarten verteilen. Und eigentlich, es ist ein Muss. Dirk Michael Lambert sagt, es ist ein Muss. Es gibt aber auch, ja, soll ich sagen, so Spiele oder so eine Rallye. Da muss man dann halt Kontakte sammeln. Und wer die meisten Kontakte gesammelt hat, bekommt einen Megapreis. Das wird aber Dirk Michael Lambert dir sagen, wenn du dich da eingetragen hast und so. Das ist auch nicht mein Thema. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, dieses Jahr diesen Preis zu gewinnen oder einen dieser Preise, weil es gibt viele. Und du musst halt die Kontaktdaten der Leute vor Ort sammeln. Jakob Hager hat mir das Buch geschenkt, Neukundenlawine. Richtig tolles Buch und Jakob auch ein toller Typ. Und du findest dort die ganzen Speaker alle zum Anfassen. Das finde ich genial bei den Partner-Marketing-Days. Weiter, Said Shiripur war da. Hey, cooles Foto, oder? Da mit der Kamera. Und auch mit Said, ein paar Sekunden gequatscht, 30 Sekunden oder so. Das erste Mal war das 2017. Der erste Eindruck war auf jeden Fall okay, kann man nichts anderes sagen. Freundlicher Typ ist hier auch sein Messestand gewesen. Also, hey, wer da dann halt scheiße drauf ist, der hat Marketing nicht verstanden. Aber wer hat so? Erster Eindruck, sehr, sehr cool vom Site. Dann Erfolg machbar habe ich geschenkt bekommen. Ja. Hier sind die Bücher vom Said und vom Jakob und also jeder hat ein Buch bekommen und das von vielen verschiedenen Leuten und das gratis, einfach so. Du siehst diese Menge. Ich glaube, da haben auch manche auch 3 Bücher mitgenommen für ihre Freunde und so. Ja, es gab sehr spannende Vorträge. Der Vorteil bei den Partner-Marketing-Days ist, es gibt keine Pitches. Also die Speaker haben allesamt Content geliefert und haben nichts verkauft. Auf manchen Veranstaltungen ist es so, da geben die Leute, die Speaker kein Content, sie quatschen nur ein bisschen über ihre Lebensgeschichte und dann verkaufen sie. Ist auch okay, wenn das Produkt cool ist und sie haben da noch einen Rabatt, habe ich auch schon mal was gekauft. Aber hier ist wirklich der Content im Vordergrund und das finde ich bei den Partner-Marketing-Days nochmal ganz cool. Und du siehst, dass da die Leute sitzen vor Ort, kann man halt netzwerken. Das ist, wenn du kostenlos teilnimmst, nicht das Optimale. Aber du kannst dir ein kostenloses Ticket holen und vielleicht auch ein Ticket vor Ort. Dann bist du auf der sicheren Seite. Partner-Marketing-Days. Ich habe diese Tüte hier bekommen. Diese 44 Partner-Marketing-Strategien, das Buch habe ich auch gratis bekommen. Und ich habe keine 100 Euro für das Ticket bezahlt für 2 Tage Partner Marketing Days 2017. Es ist verrückt. So viel, was ich dort mitgenommen habe, so wenig bezahlt. Ja, da, wenn es 100 Punkte einfach von den Content, von den Leuten, die ich da kennengelernt habe. Hier nochmal so ein paar Bücher. Ja, die gab es da echt palettenweise von und dann von vielen.
Man konnte das Buch auch kaufen, aber ich habe es geschenkt bekommen. Ich hatte es in meiner Tüte. Je nachdem, Dirk Michael Lammertz hat immer so Aktionen, wenn man dann halt bei einem Webinar dabei ist oder so, gibt es dann auch DVDs oder so. Ja, einfach mal anmelden und dann schauen, was man alles in die Tüte reinbekommt. Ja, hier ist das Foto wieder von Ralf Schmitz. Also Ralf, ich freue mich, dich zu treffen wieder. Ja, Gratis-Ticket kannst du dir holen. Es gibt halt, ja, ich komme einfach kurz runter. Also wenn du noch, wenn du sofort das Ticket haben willst oder auf die Seite kommen willst, unten ist der Link unter dem Video. Auf der Webseite gibt es auch immer ein paar Tipps. Ja, Dirk Michael Lammertz gibt da echt Tipps für Leadmagneten und. Auch in diesen 44 Partner-Marketing-Strategien gibt es echt coole Sachen. Und ja, wenn du dich hier anmeldest, bekommst du das Buch auch nochmal kostenlos zugesandt. Ja, so sah es aus. Ich glaube, das ist sogar von dieser Veranstaltung, von dem Tag, wo ich da auch irgendwo saß. Vielleicht findest du mich auf dem Foto. Es gibt viele Testimonials-Videos. Ein paar Gesichter kommen mir sogar bekannt vor. Und Speaker. Heiko Häusler ist auch dabei, einer der Subveranstalter mit Ralf Schmitz und Dirk Michael Lammertz. Ja, also Fachkompetenz. Es gibt hier diese ganzen CDs, kann man gewinnen oder ja, unterschiedliche Sachen. Marketing-Speaker. Die Speaker sind schon erstklassig. Es fehlt eigentlich nur mein Name da. Aber sonst kann man hier echt nichts sagen von der Fachkompetenz. Seit Shiripur ist ja gar nicht auf so vielen Events unterwegs. Ralf Schmitz, den sieht man auch sehr selten. Und ja, eigentlich habe ich alle schon gesehen oder bin noch mit manchen auf Du. Ja, Persönlichkeit, Erfolg. Dirk Michael Lammertz, der bringt echt, ja, so eine Bühnenpräsenz bringt er einfach rüber. Ja, Frederik, mit denen war ich sogar mal auf der Bühne. Affiliate-Offensive, Dirk Kräuter, war echt cool. Hermann Scherer, möchte ich das erste Mal live sehen. Er ist natürlich Hammer. Ich glaube, ich habe ihn noch nicht live gesehen. Ich weiß es auch nicht. Und es gibt auch noch NLP-Verkaufsexperten. Und da freue ich mich dann auch noch mal drüber. Also diese ganzen Experten, alle bei diesem Event. Und wenn man sich jetzt mal kurz anguckt. Also die Location finde ich auch ganz geil. Ist nicht die gleiche, ist nicht direkt Frankfurt, ist im Taunus. Aber mit der S-Bahn sind es nur ein paar Minuten dahin. Und vorher war das mitten in Frankfurt an einer Messe oder sogar in einer Messehalle drin. Und dann, wir müssen hochscrollen. Ich scroll nochmal ganz kurz hoch zum Preis, weil die Ticketspreise sind so geil. Eigentlich lächerlich unverschämt günstig. Also auf jeden Fall, dass, also wir hatten Online-Zugang ist gratis Livestream und das normale Ticket gerade im Early Bird 97 Euro. 97 Euro für ein Zwei-Tages-Event mit so geilen Speaker, muss man sich mal vorstellen. Regulärer Preis 300 Euro. Ich weiß nicht, wann du dir das Video anschaust, aber das kann ruckzuck mal jetzt steigen, der Ticketpreis. Ich habe mein Ticket schon, aber es gibt noch ein paar andere Tickets. VIP 497 Euro. Hast du den Vorteil, du kannst für dein Business 7 Minuten in der Facebook-Gruppe von den Partner-Marketing-Days werben. Bekommst dann auch Zugang zum VIP-Bereich und viele andere Sachen. Ganz geil ist dieses Platinium-Ticket. Das kostet halt nur 1.000 Euro. Ja, ich weiß, 1.000 Euro ist richtig viel Geld. 3.000 Euro ist der normale Preis. Aber das Geile ist dieses hier. Du darfst eine E-Mail an den gesamten Verteiler von 35.000 Leute schicken. Das heißt, Affiliates, die dort am Event teilnehmen, die Leute vor Ort, die Leute im Livestream, dort darfst du eine E-Mail hinschicken für dein Webinar, für dein Produkt oder so. Und stell mal vor, du schickst für dein Business eine E-Mail an 35.000 Partner. Und das halt dann Ticketpreis für 1.000 Euro. Das ist, also ich kann dir sagen, 35.000 E-Mail-Adressen, dann was hinzuschicken, das kostet schon richtig viel Geld. Und das Mehrfache von 1.000 Euro. Ich habe noch keinen Verteiler gefunden, der das günstiger macht. Also wenn du sowieso gerade ein Webinar von dir bewerben möchtest, irgendein Produkt auf den Markt bringst, Partner brauchst oder so, das Ticket für 1.000 Euro ist schon, dann echt ein Schnäppchen.
muss ich dir ganz ehrlich sagen. VIP-Bereich mit den Speakern. Du kannst mit den Speakern quatschen, du kannst Visitenkarten abgeben und du hast diese Networking-Party ja. Ja, das wird auch ruckzuck mal wieder teurer. Wenn du das jetzt noch bekommst für 1.000 Euro, der nächste Schritt ist 1.500 Euro und dann geht es bis 3.000 Euro hoch. Auch interessant. Also ich glaube, die interessantesten Tickets sind Standard und Platinum, weil das VIP-Ticket, ja, okay, da hast du den Partneraufruf oder so. Das hast du hier aber auch, aber diese E-Mail ist schon echt cool. Das ist mega. Okay, das war es von mir eigentlich mit den Erfahrungen. Die Fotos, wenn du die angucken möchtest, die findest du auf meiner Seite bei Facebook Michael Kotzur. Ich würde mich über ein Like freuen und ja, ich poste ja öfters mal Videos, Fotos und so. Ich werde auf diesen Event auch wieder höchstwahrscheinlich bei Instagram was posten, öfters mal live gehen auf Facebook und ja, also folgt mir doch einfach auf Facebook, ich würde mich freuen. Und wenn wir uns auf den Event sehen, noch mehr. Also Ticket gibt's unten in der Beschreibung, auf den Link klicken. Und ja, das war's von mir. Rock dein Business und ja, lass einfach einen Daumen hoch da für das Video oder abonniere meinen Kanal. Ich freue mich tierisch drauf. Und ja, das wird ein fantastischer Tag oder ein fantastisches Wochenende. Okay, ciao.